Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken, Finanzen lernen, planen, leben. Der heutige Podcast, den habe ich genannt, kostenlos war schon immer teuer. Was meine ich damit? Wir sind es gewöhnt, wenn wir irgendwas einkaufen gehen, ich kaufe Brötchen beim Bäcker, ich zahle Geld, bekomme dafür eine Gegenleistung. Ich kaufe mir ein Auto, ich muss Geld hinlegen, dafür bekomme ich ein Auto. Also Ware gegen Geld ist doch eigentlich eine normale Sache. Nur im Bereich der Finanzdienstleistung ist es irgendwie ganz anders. Da geht einer hin, kauft eine Versicherung, zahlt dem Berater, dem das verkauft hat, aber kein Geld. Ups, was ist das denn? Und scheinbar glaubt man, da ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Hey, der hat mich kostenfrei beraten, ist doch wunderbar. Mein Berater macht alles kostenfrei. Na, damit müssen wir nochmal aufräumen mit diesem Trugschluss. Kein Mensch kann kostenfrei arbeiten. Egal, ob du selbstständig bist oder angestellt bist, du bekommst ein Gehalt, das Gehalt muss verdient werden. Du hast einen Arbeitgeber, der zahlt es. Woher bekommt er sein Geld, der Arbeitgeber? Natürlich von den Kunden, die Dienstleistungen oder Produkte einkaufen. Du bist selbstständig, du musst eine Ware, eine Dienstleistung verkaufen. Woher bekommst du das Geld? Indem du Kunden hast, die deine Leistung, deine Ware haben wollen. Dafür wird Geld ausgetauscht. Also Ware gegen Geld ist eine ganz normale Sache. Nur im Bereich der Finanzdienstleistung wird immer wieder gesagt von den Finanzdienstleistern, von einigen, hör mal, meine Beratung ist kostenfrei. Naja, du zahlst ihm aus deinem Portemonnaie, das du in der Tasche stecken hast, nicht Geld, indem du es rausziehst, schiebst ihm Geld rüber. So weit, so gut. Aber lebt er jetzt von Luft und Liebe? Nein. Derjenige lebt von Provisionen, die er von dem Produktgeber bekommt. Und diese Provisionen sind in dem Produkt einkalkuliert. Also deshalb nochmal die Frage, ist das Produkt kostenfrei? Nein. Da sind Kosten drin. Wer zahlt die Kosten? Du zahlst die Kosten. Also, was ist wichtig? Als Tipp, als Hinweis. Natürlich, jedes Produkt hat Kosten und du zahlst dafür. Es gibt nichts für umsonst. Für immer sonst, wie das hier im Rheinland so schön heißt. Es gibt nichts für umsonst. Du musst immer einen Preis dafür bezahlen. Also, erliege nicht dem Trugschluss, wenn dir einer sagt, ich bin Finanzdienstleister und weißt du was, meine Beratung ist kostenfrei, die kostet nichts. Du, was nichts kostet, ist nichts wert und das Ganze täuscht darüber hinweg, welche Kosten in den Produkten da sind. Denn eins ist klar, viele Produkte, die verkauft werden als Altersvorsorgungsprodukte in Deutschland, sind absolut intransparent. Und ich sage dir eins, ich bin aus der Branche und selbst mir fällt es schwer, die Kosten nachzuvollziehen, weil die Produktgeber sind so erfinderisch, da kommst du zum Teil mit dem Taschenrechner nicht mehr nach, um klarzukriegen, welche Kosten da versteckt kalkuliert sind. Und die werden auch nicht richtig kommuniziert. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, schau dir immer an, wenn du ein Produkt machst, was bringt dir das Produkt? Wie ist die Rendite? Was zahlst du dafür? Und was bekommst du auch als Gegenwert heraus? Denn da spielt die Musik. Natürlich hast du dann auch den Berater dafür bezahlt. Nun ist es aber so, ein Berater, der damit kokettiert, er ist kostenfrei, nach dem Motto unabhängig, könnte er dich gut beraten. Leute, das geht nicht. Einer, der sein Geld durch den Verkauf eines Produktes verdient und verkaufen ist in meiner Welt vollkommen okay, ist legitim, um Gottes Willen. Aber das Vorgaukeln nach dem Motto, ich arbeite ja kostenfrei, das ist der größte Blödsinn, den ich immer wieder höre. Der Berater muss Geld verdienen, der soll Geld verdienen, der soll aber wirklich das Produkt so erklären, eine Kaufhilfe geben, dass derjenige, der das Produkt einkauft, genau weiß, was er für einen Vorteil hat und auch welchen Preis er dafür bezahlen muss. Das halte ich für fair, so muss es sein. Aber leider ist das, aber nicht nur im Finanzdienstleistungssektor ist das so, du hast keine Transparenz, wie Kosten sind. Ich nenne mal ein anderes Beispiel aus der Branche. Ich habe durch mehrere Umzüge schon mehrere Küchen gekauft in meinem Leben. Wenn ich eine Küche mir kaufen gehe, blickst du durch, wie die Kalkulation im Küchenstudio ist. Da wird immer wieder gemacht, der normale Preis ist, bei uns kriegen sie über 20% Rabatt. Ja, auf was denn? Du siehst doch nie einen Listenpreis bei den Burschen.
Das ist ja noch Transparenz als das ist ja noch intransparenter, diese Branche wie Lebensmittel. Da schimpft jeder über den Bereich der Versicherer und so weiter. Aber ich muss sagen, wenn ich mir eine Küche kaufe, ey, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich blicke nicht durch, wie die Kalkulation ist. Und dann sagst du, nee, den Preis will ich nicht, verhandelst nach. Dann kommt derjenige Verkäufer wieder zurück, sagt, ich habe meinem Chef gesprochen, okay, wir können nochmal 3% nachlegen, ne? Wir können nochmal einen Jubiläumsrabatt geben, also ein Schmuck. Das ist sowas von Intransparenz und damit habe ich ein ganz großes Thema. Damit solltest auch du ein Thema haben, denn Geld ausgeben ist cool, aber dafür solltest du immer wissen, was kostet dich das Ganze und welche Leistung bekommst du dafür. Und deshalb mein Appell, wenn dir einer sagt, meine Beratung ist kostenfrei, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, natürlich kostet es Geld, was kostet es? Und such dir lieber am Anfang einen Berater, der mit dir eine Strategie ausarbeitet, der dafür ein angemessenes Honorar bekommt und der dir dann auch faire Produkte auf den Tisch legt. Und der auch ganz klar zeigt, was das Produkt für dich bringt. Ist es für dich richtig, ja oder nein? Nimm also Geld in die Hand und kauf dir gute Berater. Denn eins ist klar, teuer ist es, schlechte Berater zu haben. Günstig ist es immer, jetzt einen Berater gut zu bezahlen, der Know-how hat, der mit dir eine maßgeschneiderte Strategie macht. Denn eine Strategie bedeutet immer nicht den Verkauf eines Produktes, sondern ein Produkt kann nur die Lösung sein für ein Thema, was man festgestellt hat, was man ausgearbeitet hat. Ein Produkt kann nur ein Hilfsmittel, eine Lösung sein. Aber man kauft nie ein Produkt als Selbstzweck. Auch nicht, um den Verkäufer damit reich zu machen. Sondern das Produkt muss immer einen Sinn haben und machen. Und das sehe ich in vielen meiner Beratungen, wenn ich Mandate übernehme, dass da Produkte eingekauft worden sind oder Vorberater in Anführungsstrichen, das waren Verkäufer, aber nicht Verkäufer, die dem Mandanten geholfen haben, durch Transparenz etwas selbst einzukaufen, weil sie verstanden haben, was sie machen, sondern es waren eher die Verkäufer, die für den schlechten Ruf als Verkäufers gesorgt haben. Ich verkaufe dir was, wo du nicht durchblickst, was du kaufst. Du merkst ja später, dass du an den Tisch gezogen worden bist. So, knallhart formuliert. So ist es, Leute. Und das ist mir auch wichtig, im Podcast solche Sachen anzusprechen. Und dafür ist der da. Mir geht es nicht darum, irgendwelchen Leuten nach dem Mund zu reden, sondern es geht darum, mit deinem Geld kannst du nur für dich das Beste machen, wenn du dich damit auskennst. Und das ist das Ansinnen meines Podcasts. Lerne mit Finanzen umzugehen, plane sie und dann hast du auch ein schönes Leben. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe dir wieder ein paar gute Argumente liefern können, einige gute Überlegungen geben können. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast likest, teilst oder gar eine schöne Rezension schreibst. In dem Sinne, alles Gute, bis demnächst, dein Holger. Und denke mal dran, lass dich nicht abzocken.